Sega. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück. Ja, zurück. Genau. Ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt. Und zwar Valkyria Chronicles. Ja. Ein Spiel von Sega für die PlayStation 3. Von mir Let's Play für euch. Ja. Ich muss immer einen scheiß Fehler machen am Anfang. Ne? Das ist immer so, bei jedem Projekt am Anfang. Immer willkommen zurück. Ja, was kann man über dieses Spiel sagen? Es ist ein Rollenspiel, Taktik, Third-Person-Shooter. Ja, alles im Allen, ja. Und ich möchte erstmal, bevor wir anfangen, in den Optionen nachgucken. Okay. Weil das Spiel kann man. Das Spiel ist komplett in Englisch. Und die Sprachausgabe lässt sich auf Japanisch oder auf Englisch genießen. Deswegen habe ich jetzt mal auf Japanisch gemacht, weil diese Version habe ich nämlich noch nie gehört. Ich habe das Spiel, glaube ich, nur ein einziges Mal durchgespielt und das war vor Jahren. Ich glaube, das Spiel war auch, glaube ich, mein drittes PlayStation 3 Spiel. Und wann habe ich meine PlayStation 3 geholt? Keine Ahnung. Ist, glaube ich, ein Exclusive-Teil für die PlayStation 3. Kann ich nur jedem empfehlen. Also wer so auf Anime, Manga, Spiele steht, sofort kaufen. Geht zu eBay, geht nach eBay, Amazon, was weiß ich, und kauft es euch. Sofort! So. Egal, fangen wir an. Geile Überleitung, was? So, jetzt bekommen wir erstmal die Story vorgelesen. Beziehungsweise ich werde sie vorlesen. Zwei Mächte kontrollieren den Kontinent. Im Osten ist das Autokrat, was? Das Osteuropäische, die Osteuropäische Imperiale Allianz. Im Westen gibt es die Atlantische Föderation. Und beide wollen sie nur das eine. Ragnite. Ein sehr mächtiges Mineral oder Metall. Das sorgt für Krieg. Pfeile bekämpfen sich gegeneinander. Der zweite europäische Weltkrieg bricht aus.
Natürlich ist das Imperium voll übermächtig. Wie in jedem anderen Spiel, Film, Serie, was auch immer, wo ein Imperium vorkommt. Und die Föderation hat keine einzige Chance. Aber dann gibt es da ein kleines Dorf in Gallien. Dann gibt es da noch den Nachbar Gallia, welcher genau zwischen diesen beiden Kontinenten ist. Allerdings kommt das Imperium und will Gallia platt machen. Wie man an diesen Pfeilen sehen kann. An diesen zwei. An diesen drei. Mein Gott, an diesen drei Pfeilen. Ja. Ich soll schon mal, glaube ich, alle vorwarnen. Oh, ach ja. Der Prolog. Gallia zu den Waffen. Eine neue Episode wurde hinzugefügt. Ja, ich sollte schon mal alles und jeden vorwarnen. Wer was dagegen hat, dass ich in den Cutscenes dazwischen plapper, der soll ja sich ein Walkthrough angucken. Ja, so ganz kurz und knackig. Er soll sich was anderes angucken, weil Walkthrough, No Commentary, Gameplay, Playthrough und was es da noch gibt, könnt ihr unter No Commentary oder kein Kommentar oder eingeben, dann werdet ihr schon was finden, weil ein Let's Play, da muss man reden. Weil, ja, ich werde dafür nichts anderes bezahlt. Ich meine, ich werde eigentlich überhaupt nicht bezahlt, aber wenn ich bezahlt werden würde, dann würde ich es immer noch machen und ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich werde hier zwischenfasseln und ja, ihr könnt nichts dagegen tun. Das Treffen! Und wieder geniale Überleitung. So, was geht denn hier jetzt ab? März 1935. Außerhalb von Gallien, in der Stadt Brühl. Die Einwohner der Stadt verlassen dann wegen der Invasion die Stadt in Richtung Hauptstadt. Weil das Imperium wird bald kommen und alles platt machen. Spoiler, Spoiler. Frühstück! Was für ein Freak. Nicht wahr, Hank? Was? ブルールの自警団の者です。私は分隊長のアリシア。最近帝国のスパイがうろついているという情報があって見回りをしてたんだけど、信じてもらえると嬉しいんだけど、僕は単に魚のスケッチをしていただけで。 Immer diese Kunstkritiker. Banausen. Schlimm, schlimm. Hängt die noch gleich über einen Baum. Ja. Eine neue Episode wurde hinzugefügt. Ja. Das ist echt praktisch. Ich kann ja immer Cutscenes hier. Da kann man immer schön einschätzen, wie lange könnte eine Cutscene dauern. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt und da kann ich mal zwischen den Cutscenes hier einen Schnitt machen und wenn dann Kämpfe kommen, dann mache ich den nächsten Part. Das werde ich auch wahrscheinlich, ja, da werde ich dann, also in diesem Part wird kein Kampf mehr kommen, also könnt ihr schon abschalten. Aber wir bekommen erstmal die ganze Story erklärt und so.
Also gut, irgendwas wollte ich noch ansprechen. Ja, ist ein bisschen blöd, dass sie jetzt natürlich auf Japanisch eingestellt ist, weil die, die jetzt kein Japanisch können, was wahrscheinlich die meisten sind, die jetzt hier gucken, die können auch nicht auf Englisch zurückgreifen, also auf die englische Sprachausgabe. Weil manchmal kommen auch hier, vor allem in-game, ja, Situationen, wo geredet wird, aber kein Untertitel ist. Und das ist ein bisschen blöd. Aber tut mir leid. Habe ich jetzt auf die richtige Episode geklickt? Ja, okay. Ich habe schon noch mal die gleiche. ギュンターの娘のイサラです。まだ疎開してなかったの？はい、兄が今日迎えに来てくれることになっていたんです。その兄というのが今そこで拘束されている人です。 Peinlich. ごめんなさい。メモを取っているのが見えたから、ついスパイと間違えちゃって。いや、客観的に見たら疑われてもおかしくない行為だ。兄は子供の頃から自然が好きで、今は首都の大学で学んでいるんです。これからは自分も誰かに観察されているかもしれないってことを覚えておくよ。 Oh mein Gott, der Plot. Oh nein. Fireman 2 hat's erwischt. Was soll das denn für ein Scout-Team sein? Sind Scouts nicht normalerweise die im Gebüsch hocken und scouten, anstatt in der Stadt gehen und irgendwelche Leute hier abknallen? Erinnert mich irgendwie an die Soldaten von Tales of Xillia, die wahllos einfach hier in die Stadt reingehen und alles niedermetzeln. Wie man das Spiel speichert. Oh Gott, überfordere mich doch nicht. Dreieck, speichern, Fortschritt. Okay. Oh. Ja. Ja, da passt ja perfekt. Ja, ich würde dann sagen, den Kampf machen wir dann im nächsten Part. Und ja. Ich hoffe, das Projekt kommt einigermaßen gut an. Und ja. Ich freue mich schon auf das Projekt. Ich hoffe, ihr auch. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part und ich sage tschüss. Bye bye.